Also auf den ersten Blick spielt diese Arbeit ja mit unseren Sehgewohnheiten. Wir sind uns gewohnt, aus Werbung und so weiter Frauen zu sehen und bringen das sofort mit einem klischeehaften Blick, mit einem Pin-up-Klischee vielleicht in Verbindung. Und es hat mich interessiert, solche Sehgewohnheiten zu überprüfen und dann in etwas anderes zu verwandeln. Und bei dieser Arbeit habe ich junge Frauen, das sind Freundinnen von mir, aufgenommen, von oben, liegend. Die liegen auf einer Matratze und haben ihre Unterwäsche an. Und auf den, ja, da denkt man ja, Unterwäsche liegen, Matratze, sexy. Aber man merkt gleich, dass das nicht funktioniert. Also rein schon die Art, wie die Kleidung gewählt ist, macht eine gewisse Barriere zum Betrachter. Und dann auch den Blick, den die Frauen einem entgegensetzen, lässt einen sie nicht so in Ruhe beobachten, wie wenn sie die Augen geschlossen hätten. Sie sind sehr präsent. Und diese Verletzlichkeit, diese vermeintliche Verletzlichkeit, die sich in Stärke umwandelt, das hat mich interessiert. Ja. Und Matratzen, die sind ja auch, ja, sondern die Matratzen sind ja Dekor. Genau, das ist unbequem, es ist kratzig, der Stoff, es hat auch etwas Existenzielles, es hat auch etwas Ornamenthaftes, das ist sehr wichtig für die Reihe, also es gibt der Reihe noch ein Ornament, auch eine Dekoration, die aber keine ist. Und auch durch die Art und Weise, wie die Bilder dann an die Wand kommen, also das Moment vom Fotografieren von oben und dann das Umkehren der Perspektive, also das Stellen an die Wand, das bringt einen ganz neuen Moment in die Arbeit. Und das macht irgendwie, dass die Personen dann uns betrachten. Das, wir stehen vor ihnen und sie schauen auf uns herab. Sie sind ja auch höher, weil man ja normalerweise aus dieser Perspektive hier drüber sitzt. Genau. Es ist sehr wichtig, dass sie so gehängt sind, dass sie etwas höher sind, damit sie auf uns herunterschauen können. Und die Wahl, die Vornamen eigentlich als Titel abzunehmen, sind denn hier anonym? Ja, das sind die echten Vornamen, also sind echte Personen, die sind nicht anonym. Ja, das ist wichtig. Ja, es ist auch interessant, es hat mich auch interessiert, wie viel Individualität noch möglich ist in so einem bestimmten Rahmen, wo alle dieselben Vorgaben haben, also dieses 90 mal 2 Meter von der Matratze. Liegen und trotzdem die Individualität der einzelnen Personen. Ja. Wie reiht sich diese Serie in Ihre andere Arbeit ein? Mich interessieren vor allem inszenierte Bilder mit Menschen, aber auch ohne Menschen. Das ist eine eher frühe Arbeit von mir. Es kommen eine Nachfolgearbeit, ist die Living Dolls, auch liegende Menschen auf Schaumgummiunterlagen, die aber noch mehr ins Künstliche transportiert sind. Also diese Grenze von einerseits Leben und Künstlichkeit, dokumentarisch und inszeniert, das geht durch meine Arbeit. Ja, ich denke, es ist insofern sehr wichtig, dass ich eine Frau bin und dass ich von mir ausgehen kann und dass ich mit der Frau eine viel nuanciertere Sprache darstellen kann.
aber es geht, es ist keine weibliche Arbeit. Aber die Frau wird natürlich auch sehr viel öfter gebraucht als Klischee, als Projektionsfläche. Und da mich dieses, der Körper als Projektionsfläche auch als gesellschaftliche Frage interessiert, ist für mich die Frau interessant. Also.